Das ist deine Würde. Macht das genauso in euren Beziehungen. Aber erkennt, was wirklich Liebe ist. Und verwechselt deine Liebe nicht mit Leidenschaft. Gerade die Männer. Wo wir dann meinen, da wären wir frei, aber dabei ist es dein Trieb. Und überleg dir mal, ist das eine Freiheit, dass der die Freiheit ist, in dem Geschöpf des anderen dann aus ihm herausgehen muss, Jesus, wenn du mit ihm sündigst und irgendwas verlangst, was Sünde ist, was Unkeuschheit ist, ist das Liebe? Du sagst, ich will mit dir Liebe machen und du liebst mich nicht, wenn du mit mir nicht ins Bett gehst. Dabei muss Jesus aus dem Herz vom anderen heraus, wenn du sündigst, und aus deinem eigenen. Ist das Liebe? Siehst du, es ist keine Liebe. Und da müsst ihr Frauen stark sein, den Männern das zu sagen. Weil die Männer sehr schwach sind, weil sie immer wollen. Die Frau ist wieder irgendwo anders schwach, wo dann der Mann die Frau schützen darf. In der Schwachheit. Dass diese Freiheit, versteht ihr, dass er dann erkennt auch, dass man so nicht mit dem anderen umgeht. Total wichtig. Elementar. So geht auch Gott mit uns um. Also ich hätte mich beschwert, wenn er mich gezwungen hätte. Aber er hat es so gut gemacht. Versteht ihr? Und manchmal machen es manchmal so, da machen sie Magie, wenn sie die Frau nicht bekommen. Oder wenn sie irgendwie, gell, also manche, ich weiß nicht, da schon alles erlebt haben, dann verflucht man den anderen. Und was weiß ich nicht alles. Und wenn man dann nur Sexualität will und der andere geht dann fremd und dann wird gegenseitig verflucht. Das sage ich euch. Was da rauskommt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann machen wir uns gegenseitig, weil man den anderen so verwundet hat in der Sexualität und dann fremdgegangen ist oder sonst irgendwas und was da alles in den Beziehungskisten laufen kann. Dann verflucht man sich so, wie du mich verletzt hast. Und mich unglücklich gemacht hast, sollst du jetzt in allen Beziehungen unglücklich sein. Wisst ihr, was gegenseitig in den Beziehungen, in diesen One-Night-Stands, in diesen vielen sexuellen Kontakten, was gegenseitig verflucht wird. Selbst wenn da fremdgegangen wird in der Ehe, zum Beispiel, mit anderen verheiratet, und die Frau kriegt es mit vielleicht, wisst ihr, was die Ehefrau dann macht, wenn die Ehe zerstört wird? Dann verflucht sie vielleicht die andere Frau. Und dann hängt es drauf und dann geht jede Beziehung kaputt. Was haben wir, versteht ihr? Dann gibt es Unfreiheit. Dann hängst du nur noch rum und nichts mehr funktioniert. Wie viel ist das drinnen? Wie sitzt das ausgeprägt in der ganzen Gesellschaft? Sex will man und da lässt man nicht ab und macht sich gegenseitig unfrei. Und verwundet sich. Aber dabei ist in den Herzen der Jungen das drin, sie wollen eigentlich die oder den. Aber ihr müsst genau diese Ordnung einhalten, damit wir frei bleiben. Und auch, dass du den anderen nicht verwundest. Weil er eben ein Abbild Gottes ist, weil er so wertvoll ist, so einzigartig. Und weil er das verdient hat, dass du darauf achtest und nicht deinem Trieb oder deiner Leidenschaft folgst. Und das als Freiheit anziehst. Und da geht es von einem zum anderen. Aber dann kommen die Gedanken, warum hast du mich so verletzt? Und dann schlägt die Liebe in was um? In Hass. Und der Hass flucht. Wie viele Flüche durfte ich schon durchbrechen? Gerade wenn 10, 20 Sexualkontakte, 30 Sexualkontakte, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann wundert man, nichts funktioniert mehr, keine Beziehung mehr. Weil du erbst von jedem Sexualkontakt das Negative vom anderen.
In der Ehe nicht. Dort ist es gesegnet, weil das Ehesakrament drauf ist. Denn jede Sünde sollst du meiden und die Sünde der Unzucht sollst du fliehen. Merkt ihr? Da muss wieder eine ganz neue, tiefe Kultur der Liebe, der Beziehungen, des Lebens entstehen. Sonst machen wir alle kaputt. Wir machen uns gegenseitig kaputt. Denn wir zerstören uns. Und die Freiheit geht baden. Ja? Also echte Bekehrung befreit von Sünde und heiligt deinen Tempel. Was ist es? Wir dürfen da ganz tief hineingehen. Wir werden morgen noch viel, viel tiefer hineingehen in diese, oder vielleicht heute Abend dann nochmal, wenn wir es gut schaffen, in die ganzen Süchte. Sodass wir ganz gut aufräumen, oder? Dann sind wir da, wir Priester, dass wir das irgendwie auffangen, so gut wir können. Fangen schon morgen früh dann auch an. Ich habe jetzt ja schon Beichte gehört, ihr habt es vielleicht gesehen. Beim Team müssen wir beginnen, sonst können wir nicht im Team miteinander arbeiten, oder? Da muss jetzt auch alles aufgeräumt und gut gemacht werden. Ich war auch schon selbst jetzt vor den Exerzitien in Hamburg, nach den Exerzitien, wieder beichten. Also sonst kann ich hier nicht ein Wort halten, oder? Ich muss ja selbst das tun. Jede Woche gehe ich beichten. Ich gehe gerne beichten. Ich bin ein Tropf Jesu. Um diese Würde dem Menschen zu geben, dem anderen. Ich will sie wieder zurückgeben. Was, wie wir uns gegenseitig verletzen. Versteht ihr? Das ist wichtig. Und diese Verwundung steckt einfach in uns drin. Durch die Erbsünde, oder? Aber der Herr will sie sprengen. Er will uns in diese Freiheit hineinbringen, die so kostbar ist. Weil dann die Liebe wieder funktioniert. Weil die Liebe dann so schön ist. Das ist genau das. Ich will, dass sie ein Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin da.